Nach den ganzen Buggy-Rennen kommt jetzt das Bergrennen. Wir beginnen das Bergrennen in China mit dem BMW der 3er Serie. Das läuft jetzt nicht ganz so gut, aber es macht auch nichts. Bergrennen ist nicht unbedingt meine Spezialität. Schaut es euch einfach mal an. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute ein Bergrennen und zwar mit unserem BMW der 3er Serie. 300 PS, 210 Spitzengeschwindigkeit. Und wir sind hier in China. Wir fahren bergauf und können jetzt bergauf und bergab fahren. Jetzt kommt erstmal ein Bergaufrennen. Das sehen wir schon. Das wird richtig spannend. Okay. Da haben wir unseren 3er BMW und es geht los bei Go. Okay. Warten, bis ein bisschen in die Gänge kommt. Vorne haben wir Kurve und geradeaus. Da geht es natürlich mal so richtig um die Kurve rum. Auch ganz schön die Anzeige links, die uns sagt, wie viel wir hier schon absolviert haben von der Strecke. Finde ich immer gut, gerade bei Rallyes. Und da oben, was hier natürlich jetzt noch schön wäre, wenn man eine Anzeige hätte, wie die Strecke zu fahren ist. Eine Karte quasi, die uns sagt, okay, da geht's rechts, da geht's links, da ist immer ein Ding drin. Ja, das war jetzt nicht gut gewesen. Wir fahren quasi blind den Berg hoch. Keine Ahnung, wie und wo wir lang müssen. Aber Schikane gewesen. Das ist schon ganz schön kurvig. Ohne Karte ist das gar nicht mal so einfach. Da bremst man auch ganz gerne mal falsch. Geht es rechts rum. Ist jetzt nicht unbedingt abwechslungsreich diese Strecke. Es geht halt rechts um die Kurve, links um die Kurve. Dann Pfeiler. Kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt großartig schwer wäre. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Top-Fahrzeug. Das ist das erste Auto. Ganz klar. Die größeren PS-stärkeren Wägen werden bestimmt mehr rausreißen. Bergab macht hier bestimmt auch Spaß, dass es was anschaut. Oh je, und dann und einmal daneben greift, dann ist es rum. Wir sehen, es ist nicht mehr viel, 800 Meter noch ungefähr. Dann sind wir am Ziel. Ich werde hier mit der sehr schlechten Zeit, gerade wegen den Fehlern. Aber ganz schön. Die ist aber schon gerade. Die ist gerade bergab. Okay. Das wollen wir uns nochmal angucken. Platz 17. Das ist natürlich ganz schön schlecht. Schauen wir uns das Replay an und dann geht es im nächsten Teil weiter. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.